so, also wie gesagt, habe ich ja noch das Paket vom Outlet Center Metzingen bekommen. Und zwar wollte ich nicht hinfahren, nur wegen den zwei Produkten. Die habe ich gesehen, dass die auch online gibt. Ich wollte eigentlich noch ein Adidas Pulli haben, aber der war in fast jeder Größe ausverkauft. Eventuell gibt es den vor Ort, aber ich hatte jetzt keine Lust, wegen einem Pulli dahin zu fahren. Machen wir das Ganze hier kurz auf. So, jetzt. Also hier Rechnung am Start, Werbung. So. Das Ganze hat ungefähr 150 Euro gekostet. Und zwar haben wir hier ein Hoodie. Den schauen wir uns gleich an. Und ein paar Schuhe. So, und ja, es sind nichts anderes als Adidas Schuhe. So, dann werde ich jetzt auch mal weg. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Hoodie an und danach schauen wir uns die Schuhe an. So. Also der Versand ging auf jeden Fall ultra schnell, hat alles super funktioniert und die haben es auch mit DHL versendet. Also hier ein Hoodie von Superdry. Hier die Buchstaben sind in so einer Gummischrift drauf. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Und an den Ärmeln hier dieses, ja, wie soll ich sagen, gestreifte Design. Ist auf jeden Fall sehr geil. Ja, werde ich auf jeden Fall gleich anziehen, dass ihr auch seht, wie das Ganze angezogen aussieht. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt den Schuhen und schauen mal, was hier drin ist. Ich weiß selber gar nicht, wie sie aussehen. Online waren die ganz okay. Und ja, da muss ich mal sagen, machen wir das Ganze auf. So, also hier haben wir auch schon die Prachtstücke, hier vorne mit dem Adidas Logo, wie so eine Art Socke noch. Ich mach mal kurz hier die Kartons raus. So, also wie gesagt, hier klassisch in Schwarz. Ich denke, die sind auf jeden Fall geil für den Alltag, kann man auf jeden Fall anziehen und ja, zeige ich euch auch gleich, wenn ich die anhabe. Und der linke Schuh natürlich gleich. Hier hinten das Adidas Logo, so wie vorne auch. Ja, das war's auch schon. Ich würde sagen, dann ziehe ich die ganzen Sachen an und zeige euch mal, wie das Ganze ausschaut. Peace. Also hier die neuen Treter am Start. Sind sehr, sehr gemütlich, muss ich sagen. Passen auch sehr gut. Ich habe, ich glaube, die Größe 45 war das jetzt. Passen sehr gut, laufen sie sehr gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und sehen auch gar nicht so schlecht aus. Ich würde mal sagen, perfekt für den Alltag. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein Superdry Hoodie mit einer, ja, draufgedruckten Gummischrift. Optisch sieht er auf jeden Fall sehr geil aus. Da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Ich verlinke euch alle Produkte auf jeden Fall in die Beschreibung und ja, was gibt es noch zu sagen? Ah ja, und zwar die neuen Adidas Schuhe, die ich mir gekauft habe, sind auf jeden Fall mega geil. Ich glaube, die haben 80, 89 Euro gekostet. Habe ich mir im Outlet Center Metzingen bestellt. Ich hatte jetzt keine Lust da unnötig hinzufahren. Wie gesagt, das hier sind die Adidas Schuhe mit diesem, ja, mit dieser Socke hier noch oben dran. Sind auf jeden Fall mega bequem. Ich habe die jetzt in 45, 46 gekauft. Der einzige Nachteil daran ist auf jeden Fall, ich kann mit denen kein Auto fahren. Und zwar liegt das Ganze hier an der Sohle. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Aber dadurch, dass hier diese Einkerbung ist,
rutscht man einfach auf dem Pedal rum. Das finde ich auf jeden Fall nicht geil. Aber ansonsten sind es auf jeden Fall geile Schuhe. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.